Lieber Armin, herzlich willkommen bei unserem nicht gesellschaftsfähig Online-Talk. Und unser Thema ist ja heute unter anderem die Deutsche Depressionsliga, in der du dich ja engagierst. Und natürlich reden wir auch übers Leben in Corona-Zeiten. Aber anfangen möchten wir schon, wie wir bei unserem gemeinsamen Telefonat ja auch schon drüber gesprochen haben, wie dein Weg war, dass du zur Deutschen Depressionsliga gekommen bist. Weil da hast du gerade eine eigene Geschichte. Ja, der Weg zur Depressionsliga selber, der war zufällig. Ich bin im Internet auf die Deutsche Depressionsliga gestoßen, weil ich auf der Suche war nach Leuten, die das Thema Depression bearbeiten. Und da habe ich die Deutsche Depressionsliga entdeckt und dachte mir, hey cool, da gibt es ja was, das ist genau mein Ding, und habe mich da als Mitglied angemeldet, weil ich selber Betroffener bin. Weil ich selber in der Klinik war, weil ich selber diese Scheißkrankheit durchgemacht habe, und zwar bis ganz unten, also wirklich bis ganz unten. Ich bin Gott sei Dank dann doch nicht ganz unten gelandet, weil ich dann doch nicht von der Brücke gesprungen bin, auf der ich stand. Okay, so weit war es, ja. Also das meintest du mit so weit unten. Wie war die Entwicklung bis dahin? Also gab es ein auslösendes Moment? Also die Entwicklung war, dass ich schon circa 4 Jahre Angst- und Panikattacken hatte und Störungen hatte. Da war ich auch in Behandlung. Und das lief dann irgendwie ganz gut. Und plötzlich, tatsächlich, in der Nacht, eines Nachts wachte ich auf, schweißgebadet, und fühlte mich halt, tja, wie nicht mehr in meinem eigenen Körper. Wie in einer, ja, manche kennen das vielleicht, es gibt so ganz große Plastikbälle, in die man mit dem Kopf ein bisschen her reinschlüpfen kann und dann spielen kann. Und so habe ich mich gefühlt. Also in so einem riesen dicken Plastikball. Ich nehme die Umgebung zwar war und sehe sie auch, aber ich bin nicht mehr Teil davon. Und ja, da bin ich eben schweißgebadet aufgewacht und dachte mir, hey, was ist denn jetzt los? Und konnte es erst nicht richtig einordnen. Ich war aufgrund der Angst- und Panikgeschichten Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt noch auch immer noch in ambulanter Therapie. Ja, und dann hat mein Therapeut ziemlich schnell bemerkt, dass es jetzt ganz was anderes ist, nämlich die Depression, und dass ich schleunigst in die Klinik sollte, was ich dann auch gemacht habe, zum Glück. Und hat dir die Klinik geholfen? Also, die Klinik war für mich super, also das war echt mein Lebensretter. Also es war natürlich am Anfang ein total komisches Gefühl, als ich vor der Klinik stand, hier in München. Die Klinik, in der ich war, ist ein altes Gebäude, ein sozusagen, wir nannten sie Hundehütte, so sah sie aus. Im Vergleich zu dem großen Klinikkomplex war die psychosomatische Klinik und Psychiatrie in einem schäbigen Haus irgendwo im Garten. Ganz recht. Und wir nannten die dann später Hundehütte. Aber du stehst da davor und denkst da, oh Scheiße, also das bisschen, was du noch denken kannst. Ich gehe jetzt da rein und komme wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben raus. Weil, also ich bin 47, in meinem Kopf war nur noch Jack Nicholson und einer flog immer das Kuckucksnest. Und das hatte ich im Kopf und hatte echt Panik. Okay, die schnallen mich da fest, die lassen mich nicht mehr raus. Das war's für mich. Trotzdem ging ich Gott sei Dank da rein und bin lebend wieder rausgekommen und vor allem gestärkt wieder rausgekommen. Das hätte ich ja nie gedacht. Also das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das war es jetzt, aber es war es nicht. Wie sah die Therapie aus, wenn du sagst, nein, es war nicht so, wie einer flog übers Kuckucksnest? Also das war, ja, wie ein WG fast schon. Also wir waren auf der Station 30 ungefähr, ich glaube ungefähr 30 Patienten, und da war alles dabei. Das war für mich sowieso der ganz große
Moment, als ich da reingegangen bin und gesehen habe, hey, ich bin ja gar nicht der Einzige. Das denkst du ja einer der Person, du bist der einzige schlechte Mensch auf der Welt und du musst dich erlösen und andere erlösen. Und da kommst du rein und siehst du, hey, denen geht es ja genauso wie dir. Und hey, das sind ja ganz normale Leute. Also, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich dachte, okay, ich gehe in die Klapse und treffe lauter Irre. Und also Irre in dem Sinne, dass ich mit niemandem kommunizieren kann. Und treffe da Künstler, ich treffe da Professoren, also lauter Patienten. Ich treffe Arzthelferinnen von im Alter von 19 bis 80, natürlich auch Senioren. Und die haben mich verstanden. Also die wussten, von was ich rede. Das ist ja auch das große Problem. Du kannst ja 100 Mal erzählen, was du gerade fühlst. Wenn du die Depression nicht selber hast, dann kannst du es nicht nachempfinden. Gott sei Dank, ich wünsche es ja um Gottes Willen niemandem. Aber das war halt ein tolles Erlebnis. Also, das ist auch der Grund, warum ich mich so öffentlich engagiere, den Leuten zu sagen und Mut zu geben, hey, ihr seid nicht allein. Also heutzutage weiß ja mittlerweile jeder, Depression wird als Volkskrankheit bezeichnet. Es gibt zwischen 4,5 und 5 Millionen Leute in Deutschland, die mal an der Depression leiden. Also nur wenn du selber drin steckst, dann denkst du nur, du bist der Einzige. Das ist ja auch das Fatale. Und ja, deswegen engagiere ich mich eben so, weil ja, um Mut zu machen und um zu zeigen, natürlich, jede Therapie ist anders, aber man muss keine Angst vor der Klinik haben. Oder überhaupt vom Psychiater muss man auch keine Angst haben. Als ich das erste Mal zum Psychiater gegangen bin, wurde auch mein Bild, das ich hatte, zerstört. Der hatte gar keine Couch, wo man sich hinlegt. Das war ein Stuhl. Wir saßen uns Auge in Auge gegenüber. Also nix Couch. Und wir haben uns dann unterhalten und dann hat er erstmal autogenes Training gemacht mit mir zum Runterkommen. Das war toll. Und da fühlte ich mich dann wohl. Ja, also das ist für mich ganz wichtig, den Leuten auch die Angst zu nehmen. Und wie, wenn du sagst, du hast dort Leute getroffen, die es genauso, also die dich verstanden haben. Also wie fühlt sich für dich die Depression oder fühlte sich die Depression an? Also kann man das beschreiben? Also kannst du uns das beschreiben und jemand anders? Also ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich war klinisch depressiv, ist deswegen klingt das jetzt komisch. Beschreib es mal uns, aber quasi allen, die zuschauen. Ich weiß, also was man kann sagen, du stehst neben dir und du bekommst Dinge nur äußerlich wahr, nimmst es aber nicht auf und du fühlst dich als der minderwertigste Mensch überhaupt. Ich erzähle in meinen Vorträgen immer folgende Geschichte aus meinem Klinikaufenthalt. Alle Patienten hatten einmal in der Woche die Aufgabe, Kaffee zu machen für die anderen in der Früh zum Frühstück. Und da stand eine große Kaffeemaschine, so eine Art Industriemaschine, und es war nur Filterkaffee, also keine Bohnen, nichts mahlen. Und du musstest also den Deckel aufmachen, Filterpapier hinein, Filterkaffee hinein, Wasser in die Maschine füllen, zumachen, den Deckel einschalten, aus. So, das ist die Aufgabe gewesen. Als ich das erste Mal dran war, nach 2, 3 Tagen in der Klinik, konnte ich die Nacht davor nicht schlafen, weil ich unheimlich Angst hatte zu versagen. Ich hatte Angst, diese Maschine zu bedienen. Ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffe, diesen Kaffee zuzubereiten. Ich hatte Angst, dass mich andere auslachen, weil ich das nicht kann. Ich fühlte mich so klein und schwach und schlecht und konnte die Nacht vorher nicht schlafen. Ich war völlig am Ende. Ich musste aber dadurch, also jeder musste Kaffee machen. Und wie gesagt, die Nacht war die Hölle. Also es ist wie auch bei der Depression halt, du schläfst da nicht, weil du so viele Gedanken hast. Und gut, ich sag mal so, das Gute war in dem Fall, ich konnte nicht schlafen, weil ich ständig an die Kaffeemaschine dachte. Die Nächte davor konnte ich nicht schlafen, weil ich ständig an Suizid dachte.
Also ist die Kaffeemaschine doch die bessere Option erstmal. Und dann kam eben der Zeitpunkt, als ich zur Kaffeemaschine musste. Und das, also, ich hatte so Schiss. Ich fühlte mich so klein. Ich habe es aber geschafft. Ich habe es geschafft. Und der Kaffee ging dann durch. Und da war ich das erste Mal nach wirklich langer Zeit stolz auf mich. Eine Kaffeemaschine machte mich stolz. Im Nachhinein Wahnsinn, aber so war mein Gefühl. Um den Leuten zu erklären, wie es dann nach einer überstandenen Depression sein kann, dass man kommt aus einer Depression raus, man muss mitarbeiten, also nur Medikamente schlucken, das geht nicht. Man muss mitarbeiten. Ich musste aufstehen und den Kaffee machen, in diesem Fall. Aber wenn du mitarbeitest, dann bist du später mal so weit, dass du nicht nur Filterkaffee machen kannst, sondern dann kannst du auch wieder Cappuccino machen, Espresso, Latte Macchiato. So mit diesem Gefühl gehst du dann aus der Depression raus. Wie war es für dich, weil du sagst, das war ja ein langer, langer Weg, bis es zur Klinik ging. Aber du lagst da nicht den ganzen Tag zu Hause, sondern du hast deinen Alltag gelebt mit Job und. Oder? Genau. Also habe ich ge versucht, ich habe es versucht. Ja. Und ich bin in die Arbeit gegangen, aber dann halt nur, wenn es geht, wenn keine anderen Kollegen da waren im Büro, dass mich keiner sah. Ich hatte Schiss vorm Telefonieren. Ich bin Journalist und hatte auch plötzlich Schiss vor dem Telefonat. Wie soll ich denn dann an Geschichten kommen? Ich konnte auch dann nicht mehr mich konzentrieren. Ich konnte nicht mehr schreiben, nicht mehr lesen. Oh, das war grauenvoll. Aber nach außen hin versuchte ich, das Bild zu wahren, dass bei mir alles in Ordnung sei. Zu Hause, ich habe Familie, die hatten es natürlich gemerkt. Und meine Frau hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht mehr so gut geht und nicht mehr so weitergehen kann. Aber nach außen hin habe ich versucht, die Fassade zu wahren. Das war brutal anstrengend, brutal. Weil du kannst ja nicht mal, du stehst, erstens willst du schon gar nicht aufstehen, weil du nicht kannst. Und zwar nicht, weil du nicht kannst, weil du faul oder müde bist, sondern weil du dich fühlst wie ein Felsbrocken. Also auch körperlich. Du fühlst dich so schwer, du kommst ums Verrecken nicht raus. Und dann, wenn du es doch geschafft hast, kommt das Zähneputzen. Oh Gott, das ist auch so anstrengend. Also ich weiß, das klingt jetzt für normale Leute Wahnsinn, aber das geht alles nicht. Du willst es vielleicht machen, aber es geht nicht. Es geht nicht ums Verrecken nicht. Und deswegen fühlst du dich ja auch so schlecht. Und deswegen denkst du dann irgendwann, okay, für alle Beteiligten wäre es das Beste, ich mache mich weg. Ja, also das ist dann das Ende der Spirale. Soweit ist es ja bei mir Gott sei Dank dann nicht gekommen. Aber diese Gedanken hast du dann im Kopf. Und dann habe ich gemerkt, dass es anders nicht mehr geht und dass ich in die Klinik muss. Und bin dann, also auch der Therapeut hat gesagt, ich muss in die Klinik. Also es gab nur die Möglichkeit in die Klinik oder Zwangseinweisung. Und ich bin dann freiwillig gegangen. Wie viele Jahre ist das jetzt her? 10 Jahre ist es ja. Das ist 10 Jahre her. Ich bin seitdem immer noch in Therapie, in ambulanter Therapie. Von den Medikamenten habe ich bis heute noch eines. Das eine Medikament konnte ich verringern, alle anderen konnte ich ausschleichen und natürlich ist es Ziel, einmal ohne Medikament zu sein, aber ich mache mir da keinen Druck, weil das Medikament ist für mich ja, wie eine Stütze halt. Ja, also die Medikamente, die ich bisher, also die ich ausgeschlichen habe, da war eines dabei, das wollte ich echt nicht mehr haben. Das kennen viele Betroffene wahrscheinlich auch. Das nimmt man abends und dann bist du halt eigentlich jede Minute, die du das Medikament nach 22 Uhr nimmst, bist du am nächsten Tag, musst du die büßen, weil du länger brauchst, bis du auf die Beine kommst. Und das wollte ich also dann nicht mehr. Ja, und jetzt Ich muss mal ich. ganz kurz zu meinem Hund. Ach Ja. so, okay. Warte, warte. Wir haben hier einen pflegebedürftigen Hund, der Ja, je, Hilfe. muss leider immer mal überprüft werden. Ah, Hilfe, Hilfe. Alles gut. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Entschuldigung. Kein Problem. Und wo war ich jetzt wieder? Bei der Medikation.
Ah, bei der Medikation, genau. Und ich bin also, wie gesagt, noch in ambulanter Therapie, aber ich würde mal sagen, 80% präventiv. Also ich habe in der Klinik schon Techniken gelernt, mit der Depression umzugehen, beziehungsweise wenn wieder dunkle Momente kommen, mit denen umzugehen. Und die ambulante Therapie hilft mir dann natürlich auch. Und Trägt sowas die Kasse nach 10 Jahren immer noch? ich bin privat versichert. Okay. Aber es wäre mir, wenn es die Das Kasse wäre eine nichts. Frage, die ich Ist klar, ja. von stellen würde. Ja, genau. Also ich bin privat versichert, da geht's. Ich kenne aber Fälle, da geht es nicht. Also weiß ich von Betroffenen, die jahrelang in Therapie sind und wo der Therapeut sagt, die Therapie ist weiterhin notwendig, der Gutachter aber sagt, nö. So, und da stehst du da und hast die Möglichkeit, also entweder zu klagen, einen Anwalt zu nehmen oder einen weiteren Gutachter hinzuzuziehen, oder du zahlst es eben selber. Was natürlich für Betroffene auch der Wahnsinn ist. Ja, also nicht jeder hat das Geld, sich ein, zwei Stunden in der Woche oder im Monat leisten zu können. Natürlich nicht. Ja, und das ist halt Wahnsinn. Wenn der Therapeut sagt, schriftlich sagt, die Therapie ist weiterhin notwendig, wir sind noch nicht am Ende. Und die Kasse und der Gutachter sagen, nö, sehen wir anders. Ohne mit der Person vielleicht sogar persönlich mal Kontakt gehabt zu haben. Das ist schon echt fatal. Was macht ihr bei der Depressionsliga? Wir sind eine Betroffenenorganisation, die bundesweit tätig ist. Und wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit und Lobbyarbeit für die Depression. Also das große Ziel ist es, die Depression gesellschaftsfähig zu machen. Dass man über die Depression so redet, wie wir jetzt hier reden. Und sich keiner da zu schämen braucht. Wir bieten zum Beispiel Arbeitgeberseminare an, wo wir Führungskräfte halt schulen, ihnen zeigen, wie man mit betroffenen Mitarbeitern umgeht, wie man es vor allem auch erkennt, wie man aber auch präventiv schon tätig sein kann. Also das ist ein Standbein von uns. Wir haben noch viele weitere Projekte. Es geht immer um die Aufklärung. Es geht um die Aufklärung und es geht darum, den Depressiven, den Betroffenen eine Stimme zu geben, ein Gesicht zu geben. Ja, aus der Schamecke rausholen, das Ganze. Also da hat schon lange nichts mehr verloren eigentlich. Und es hat sich in den letzten Jahren auch vieles, vieles, vieles verbessert und getan. Dazu tragen natürlich auch Prominente bei. Also unser Schirmherr Thorsten Sträter, der selbst ja auch mit seiner Erkrankung, die er mal hatte, offen umgeht, ist natürlich toll. Auch jetzt vor kurzem Kurt Krömer, als der Thorsten bei ihm in der Sendung war, dann folgte jetzt Norbert Schirner. Solche Geschichten tun natürlich ganz gut in der Öffentlichkeit. Wir arbeiten hauptsächlich ja an der Basis oder auf Anfrage. Wir machen das alles ehrenamtlich, aber wir wollen eben ja, der Depression ein Gesicht und eine Stimme geben, jedem Einzelnen, und ihnen zeigen, ihr seid nicht allein und dafür sorgen, dass die Gesellschaft und die Politik offen wird für die Depression und offen damit umgeht. Ihren veränderten Umgang jetzt während der Pandemie bemerkt? Oder sind da mehr Anfragen an euch? Oder hat sich da was getan? Also zum Thema Öffentlichkeitsarbeit sind die Anfragen tatsächlich mehr geworden, also von Medien, aber auch zum Beispiel Lehrerverbänden, die das Thema jetzt bei sich in der Fortbildung machen wollen. Vor ein paar Tagen war ich bei dem Unternehmen Telefonica. Das hat einen Gesundheitstag, sowas Ähnliches, für
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Da war ich. Es ist natürlich Thema, weil du sitzt mit Corona zu Hause im Homeoffice oder, wenn es ganz blöd läuft, in Kurzarbeit oder ohne Arbeit. Ja, und da hast du natürlich toll Zeit zu grübeln und auch Zukunftsängste, ist ja logisch. Ja, also wie geht es weiter? Also, wir von der Deutschen Depressionsliga haben schon vor einem Jahr im März vor dieser Entwicklung gewarnt in einer Pressemitteilung, dass man die Zahl der Depressionen wohl steigen wird und dass man die psychische Belastung und die psychische Gesundheit nicht außer Acht lassen darf. Es ist tatsächlich so eingetreten, dass man es lange Zeit ja, einfach so mitgenommen hat. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 2, 3 Jahren nicht noch schlimmer wird. Ich befürchte es aber, weil wir sind jetzt mittendrin in der Krise. Manche hangeln sich noch irgendwie durch, aber lang halten einige dann auch nicht mehr durch. Und das ist echt fatal. Da kritisiere ich hauptsächlich das Krisenmanagement und die Kommunikation der Politik. Es ist immer ein, ja, jetzt machen wir nochmal Lockdown und jetzt diese Ferien dann noch bis zu den nächsten Ferien und immer oder oftmals ist es so ein Alles- oder Nichts-Szenario, das den Menschen geboten wird. Aber es gibt keine Lichtblicke, es gibt keine. Ja, keine Sätze wie, okay, jetzt, wir verstehen ja, dass die Menschen zu Hause Probleme haben. Wendet euch doch mal dahin. Also Tipps, es gibt keine praktischen Tipps. Wir werden eigentlich allein gelassen. Also wir Menschen an der Basis. Und ja, ich komme ja aus Bayern und wenn man dann sieht, dass halt unser Ministerpräsident sobald die hohe Politik irgendwas entschieden hat, einen Tag später unser Ministerpräsident dann wieder was anderes sagt, da glaubt da keiner mehr dran. Also das ist echt bitter. Das ist so ein Durcheinander und hin und her, da ist null Struktur drin, selbst nach über einem Jahr nicht. Das ist echt tragisch. Was würdest du denn stellvertretend für Depressive wünschen von Politik und Wirtschaft oder von wem auch immer? Also ja, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich das zur Sprache gebracht wird. Dass es zur Sprache gebracht wird, hey, wir sehen es ein, ja, ihr müsst lange zu Hause bleiben und ihr müsst darunter leiden. Wir sehen es ein und wir versuchen alles möglich zu machen, dass es euch für euch bald wieder besser wird. Zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen lockern. Für psychisch Kranke. Wir brauchen oder psychisch Kranke brauchen irgendjemanden zum Reden, aber nicht nur jetzt über Zoom, sondern in echt. Man muss sich tatsächlich in echt treffen. Ob es dann derjenige macht oder nicht, das ist ja immer noch seine eigene Entscheidung. Wenn jemand sagt, okay, ich habe Angst, mich an Corona dann an Corona zu erkranken, okay. Aber die Möglichkeit muss gegeben sein, dass psychisch Kranke oder labile oder generell die Menschen sich besser treffen können. Also auch die Kinder. Ich habe selber 3 Kinder und die spielen Fußball und die dürfen nicht Fußball spielen. Also, ich weiß nicht. Ja, also das ist einfach zu viel des Guten. Was kannst du aber auch für Tipps geben? Also Tipps in Corona-Zeiten, jetzt in Krisenzeiten für Depressive, was sie machen können, also unter den Umständen, wie es gerade ist. Mhm. Weißt du? Also es ist ja... Ist, ja, ja. Also wir haben vor Weihnachten war das, haben wir von der DDL eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern, wie es ihnen mit Corona geht und tatsächlich auch, ob und wenn ja, welche Tipps sie haben. Für andere Betroffene, aber auch für die normalen Menschen, weil als Depressiver bist du ja mit Isolation und Krise, kennst dich ja gut aus. Ja? Und da kann man dann auch Tipps geben. Zum Beispiel Tagesstruktur, ganz wichtig. Tagesstruktur aufrechterhalten, egal wie jetzt die äußeren Umstände sind. In der Früh aufstehen,
Zähne putzen, ganz banal. Vielleicht eine Runde um den Block gehen, bevor man sich hinsetzt und entweder arbeitet oder was anderes tut. Auf jeden Fall rausgehen. Wenn man arbeitet im Homeoffice oder mit Kindern, sich Pausen schaffen. Und zwar bewusst Pausen schaffen, sprich am besten in den Kalender eintragen oder in den E-Mail-Kalender, sodass es aufploppt von, was weiß ich, 10 bis 10 Uhr 10, ich bin dran. Ja, dann, wenn es die Arbeit natürlich erlaubt, sich die Auszeit nehmen. Ja. Und ich finde für mich persönlich ganz wichtig, herauszugehen. Rausgehen ist wichtig, frische Luft, Sonne tanken, aber eben auch mal was anderes sehen, auch wenn es momentan schwierig ist. Das geht uns ja allen ab. Ja, was anderes sehen, mal den Blick wieder woanders hinwenden als in die eigenen vier Wände. Aber das rate ich doch ganz dringend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wie war es schon? Wir sind schon über der Zeit. Wieso möchtest du noch was erzählen? Nee, um Gottes Willen. Nee, passt schon.